Hey! Oh, ganz schön tief. Entschuldigen Sie? Nicht zu entschuldigen. Ich suche Dr. Twelve Trees. Würden Sie mir bitte mein Hemd reichen? Entzückend. Tut mir schrecklich leid. Moment eben. Geben Sie mir das Hemd. Toll. Kann ich Ihnen helfen? Ich suche Dr. Twelve Trees. Sie haben Dr. Twelve Trees soeben lüstern angegrinst. Ach wirklich? Ich meine, ich habe nicht anzüglich gegrinst. Ich heiße Robert Ripley und würde gerne mit Ihnen reden. Wir haben ein gemeinsames Interesse. Ich hätte einige Fragen. Ich weiß, wer Sie sind, Mr. Ripley. Ich habe Sie wiedererkannt. Ah. Soweit ich weiß, haben wir nichts gemeinsam. Ich bin Wissenschaftlerin. Sie sind im Showbiz. War sonst noch was? Was haben Sie gegen Showbiz? Wenn Sie fragen müssen, habe ich keine Antwort für Sie. Wir versuchen beide das Wissen der Welt zu vergrößern. Wollen Sie mich beleidigen? Der Vergleich ist Ihnen offenbar nicht lieb. Kaum. Ich suche nach Tatsachen. Sie begnügen sich mit Reißerischem. All meine Entdeckungen sind genau dokumentiert. Bitte. Doktor, ich möchte mich nicht mit Ihnen streiten. Was wollen Sie dann? Darf ich fragen, warum Sie Master Lus Tafel in der Halle der Klassiker sehen wollten? Rongo-Rongo-Tafeln. Doppelt gemoppelt hält besser. Es sind heilige Holztafeln von dieser Insel. Sie wurden nie entziffert. Ich hatte gehofft, auf Master Lus Tafel einen Hinweis zu finden. Und? Auf Lus Tafel befindet sich schon Rongo-Rongo-Schrift, aber mit anderen gemischt. Es ist fast unmöglich, sie zu übersetzen. Die Einwohner haben ihre Tafeln vor Generationen versteckt oder vergraben. Vielleicht neben diesem Altar. Ich frage mich... Mr. Ripley, weichen Sie nicht aus. Ich will einige Antworten von Ihnen. Ich versuchte, Sie in Ägypten zu erreichen. Ich war eine Zeit lang in Theben. Was hinderte Sie? Ich wurde von zwei üblen Verbrechern abgefangen, die mich in der Wüste fast getötet hätten. Das hat nichts mit mir zu tun. Ich wünschte, ich wäre mir da sicher. Man hat versucht, Master Lus Tafel zu stehlen. Was? Aber warum sollte jemand... Gleich nachdem Sie sie sahen. Ich bin Wissenschaftlerin und kein Dieb. Manche sagen, dass Archäologen ständig die Vergangenheit stehlen. Das britische Museum ist voll antiker Stücke, die aus ihren Städten gerissen wurden. Von Wissenschaftlern. Mr. Ripley, es war nicht nötig, mir um die halbe Welt zu folgen, um meinen Berufsstand zu kritisieren. Ein Brief hätte genügt. Ich brauche Hilfe, aber... Ich weiß nicht, ob ich Ihnen trauen kann. Sie haben recht. Wir haben endlich etwas gemeinsam. Woher weiß ich, dass Sie Master Lus Geheimnisse nicht für finstere Zwecke missbrauchen wollen? Woher weiß ich, dass Sie es nicht sind? Sie müssen sich wohl entscheiden, ob Sie mir vertrauen wollen oder nicht. Hören Sie, in Ordnung. Ich vertraue Ihnen. Sie haben sich richtig entschieden. Irgendjemand, vielleicht die Japaner, die Nazis oder die Rotchinesen. Heutzutage vielleicht sogar die Russen. Ist hinter dem Amtssiegel des ersten Kaisers her. Ich beabsichtige jedoch, schneller als Sie zu sein. Mr. Ripley, in mehr als 2000 Jahren ist es niemandem gelungen, das Grab zu betreten. Warum sollten Sie etwas erreichen, an dem Generationen vor Ihnen gescheitert sind? Ich weiß nicht, ob ich es kann. Nur, dass ich es versuchen muss. Ich bin der Einzige, der Master Lus Rätsel stückweise lösen kann. Ich suche hier einen Hinweis auf die Bildschrift der Osterinsel, um sie auf Lus Tafel zu übersetzen und möchte gern mit Ihnen reden. Die Geschichte ist so verrückt, dass ich Ihnen fast glaube. Verrückte Geschichten sind mein Markenzeichen. Können Sie mir helfen? Ich bin mir nicht sicher. Ich habe nördlich von hier ein Schriftfragment gefunden. Aber ob es Ihnen weiterhilft?
Ich würde es gerne sehen. Hier entlang. Hier ist ein gutes Beispiel für die Schrift der Osterinsel. Können Sie etwas davon übersetzen? Nein, das kann keiner. Deshalb sah ich mir in China Master Lus Tafel an. Leider ohne großen Erfolg. Die Monolithen sind aus der Nähe noch beeindruckender. Alte Steinzeichen. Die Statue scheint Dr. 12 Trees anzusehen, kann ich verdammt gut verstehen. Hier gibt es nichts Interessantes zu zeichnen. Was ist das? Ein Dutt. Die meisten fertigen Statuen trugen einen. Mai ist gerade in China und riskiert ihr Leben für dich. Kennen Sie noch andere Beispiele für diese Schrift? Nur Bruchstücke. Ich hoffe, meine Ausgrabung am Altar ergibt mehr. Ob ich noch mehr davon finde? Mr. Ripley, ich habe als ausgebildete Archäologin schon Schwierigkeiten. Ich weiß nicht. Ich stolpere geradezu über Dinge, die andere nicht sehen. Das glaube ich. Es tut mir sehr leid. Bitte lassen Sie mich für den Schaden aufkommen. Wenn Sie mehr Schriftbeispiele fänden, ist das mehr als genug Bezahlung. Da ist jemand, mit dem Sie vielleicht sprechen sollten. Wer? Eine alte Frau, die täglich in einer Bucht nördlich von hier zu den Beobachtern betet. Klingt, als umgäbe eine interessante Geschichte, die alte Frau. Vor langer Zeit gab es zwei Stämme auf der Insel. Die herrschenden Langohren und die Untertanen, die Kurzohren. Die Langohren befahlen den Kurzohren, die berühmten Statuen der Osterinsel zu errichten. Eine beachtliche Leistung. Dann befahlen die Langohren den Kurzohren, alle Steine und Felsen von der Insel zu schaffen und sie ins Meer zu werfen. Warum? Einer Theorie zufolge meinten die Langohren, dass die anderen Steine von der Erhabenheit der großen Statuen ablenkten. Aber die Kurzohren rebellierten und beschlossen, ihre Unterdrücker anzugreifen. Ein riesiger Graben durchzog die Insel und verhinderte einen Landangriff. Er wurde mit Holz gefüllt und konnte jederzeit angezündet werden. Angriffe mussten also von der Seeseite kommen. Die Beobachter waren im Weg. Kommen Sie mit! Es gab zwei Beobachter. Einen Mann, der den Seeweg zur Insel der Langohren im Auge behielt, und einen Wachgott, von dem alle glaubten, er werde jedes daherkommende Kurzohr bestrafen. In der Nacht des Angriffs stießen die Kurzohren die Statue mit dem Gesicht in den Boden, damit sie den Gott ungesehen passieren konnten. Da sitzt sie, angeblich die Nachfahrin des ursprünglichen Wächters. Was ist ihm zugestoßen? Er verschwand. Manche sagen, dass er aus Angst weglief, als die Kurzohren nahten. Aber die alte Frau glaubt nicht, dass ihr Vorfahr ein Feigling war. Sie kommt jeden Tag her und betet zum wachenden Gott. Sie glaubt, dass die Wahrheit ans Licht kommt, wenn er wieder sehen kann. Faszinierend. Ich vermute seit langem, dass sie uns beiden helfen könnte. Vielleicht mit einer Familienüberlieferung. Viel Glück, Mr. Ripley. Ich muss wieder zu meiner Ausgrabung. Danke, Doktor. In der geschützten Bucht ist die See ruhig. Erinnert mich an diese ulkigen Vögel, Papageientaucher. Schade, dass ein Stück fehlt. Es würde sich gut im Auditorium machen. Lava. Der Berg muss vor Urzeiten ein aktiver Vulkan gewesen sein. Der Stumpf ist beinahe versteinert.
Offenbar stand die Statue auf dem Sockel, zum Meer hingewandt. Das Loch ist viel größer als die anderen. Schwer für den wachenden Gott im Hügel begraben, Ausschau zu halten. Der Stein scheint unter den Sockel der Statue geklemmt worden zu sein. Sie sieht aus, als hätte sie ihr Leben hier verbracht, von den Elementen geschüttelt, alt geworden, aber ohne ein Stückchen ihres treuen Glaubens an den Vorfahr einzubüßen. Darf ich kurz mit Ihnen sprechen? Ich bete, dass ihr Gott wieder sehen möge? Damit der Großvater meines Großvaters in Ehren und nicht verachtet ruhen kann. Sie sprechen ausgezeichnetes Englisch. Missionare haben auch ihre Vorteile. Kann ich Ihnen irgendwie helfen? Als Kind hatte ich eine Vision, wie meine Mutter und ihre Mutter vor ihr, dass einer über das Meer kommen würde, wie mein Volk vor langer Zeit. Dass einer den beobachtenden Gott wieder sehen lassen würde. In meiner Vision war der, der da kam, viel größer. Als Sie die Vision hatten, waren Sie viel kleiner. Ein alter Lagerschuppen. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Die Benzinanzeige steht auf fast voll. Der modernste tragbare Generator. Offenbar versorgt er Dr. Twelvetrees Hütte mit Strom. Der Benzintankverschluss. An den Holzgriff der Reißleine ist ein kurzes Seil geknotet. Ein Schuppen mit Aussicht. Der Draht muss mit der Stromleitung zu Dr. Twelvetrees Hütte in Berührung kommen. Ihr Hemd zu zerreißen war wohl nicht gerade die optimale Einführung. Eine kräftig wirkende Stange. Die Stange wäre schon nützlich, aber sie einfach mitnehmen. Sie wird sie schon nicht vermissen. Ich bringe sie auch wieder zurück. Das geht nicht.
erwachende Gott kann wieder sehen. Ein Auge fehlt. Viele Menschen können mit einem Auge sehen. Es gibt nur einen wachenden Gott. Und er braucht beide Augen, um zu sehen. Das wird schwieriger, als ich dachte. Buenos dias, Mateo. Buenos dias, Signor Ripley. Willkommen zurück in Lima. Ich bin immer noch von einigen Ihrer Gegenstände hier fasziniert. Danke, auf Wiedersehen. Vaya con Dios, Señor. Das Treibholz erinnerte mich an einen Papageientaucher. Sie haben recht. Eine erstaunliche Ähnlichkeit. Das wäre doch etwas für Ihren Sohn. Und in das runde Loch würde Ihre Uhr passen. Es wäre möglich, ja. Können wir tauschen? Mit dem größten Vergnügen, Signor Ripley. Muchísimas gracias. Mein Sohn wird sich aber sehr freuen. Aber das ist doch kein Tausch. Ich habe so viel gewonnen. Und Sie? Darf ich Ihnen nichts bezahlen? Keine Sorge. Diese herrliche Koralle ist mir Dank genug. Ich möchte einen Flug buchen. Sie, Senor. Und wohin soll die Reise gehen? Osterinsel. Ningún problema, Senor. Wann soll es losgehen? Jetzt. Sehr wohl. Gute Reise, Senor. Madame, ich habe, was Ihnen fehlt. Sie können den wachenden Gott wieder sehen lassen? Ja. Ist das alles? Nun ja. Das Auge ist unvollständig. Finden Sie das fehlende Teil. Dann kann der wachende Gott wieder sehen. Ich bin Abenteurer, kein Optiker. Verzeihen Sie mir denn? Sie schon wieder? Ich glaube, ich habe, was Ihnen fehlt. Ja, ja! Jetzt kann der wachende Gott wieder sehen. Sie sind größer als vorher. Das machen Ihre Taten. Vielen Dank. Legen Sie Ihre Hände auf den wachenden Gott. Ah, ein archaisches Ritual. Das sollte Dr. Twelve Trees sehen. Breiten Sie die Beine aus.
Ich muss außer Form sein, Madam. Ihr Federgewicht macht sich leider langsam bemerkbar. Stützen Sie Ihre Hände an den Fels. Und die Beine spreizen? Da oben ist etwas. Ich habe es beim Hineinlegen des Auges gesehen. Die Gebeine des Großvaters meines Großvaters. Er ist nicht vor Angst weggelaufen. Die Kurzohren haben die Statue auf ihn hinabgestoßen. Ich werde seine Gebeine betten, wie es ihnen gebührt. Und alle werden ihm ehren. Der wachende Gott sieht wieder. Und die Ehre meiner Familie ist wiederhergestellt. Sie sind wahrlich der aus meiner Vision. Mögen Sie finden, was Sie auf der Osterinsel suchen. Können Sie mir helfen? Ich suche nach Artefakten von der Osterinsel. Der Großvater meines Großvaters hütete ein großes Geheimnis. Ein großes Geheimnis, hä? Was hat sie wohl damit gemeint? Dr. Twelve Trees. Sie haben nicht zufällig meine Stange gesehen? Welche Stange? Ich hatte sie in der Grubenecke aufgestellt. Bei Regen werfe ich eine Plane darüber, um arbeiten zu können. Ich halte die Augen auf. Der beobachtende Gott kann wieder sehen. Wir haben auch die Überreste des Ahnen der alten Frau gefunden. In einem Loch im Hügel, unter der Statue. Das ist ja wunderbar. Hat sie Ihnen was erzählt? Das Loch, in dem Ihr Vorfahr steckte, sollte man sich genauer ansehen. Warum haben Sie es nicht erforscht? Allein komme ich nicht dran. Ich werde Ihnen helfen. Wie haben Sie nur die Statue verrückt? Das sieht wie meine Stange aus. Wirklich? Der Körper des Beobachters lag da oben in einem Loch. Ich habe eine Idee. Stellen Sie sich an den Hügel und helfen Sie mir hoch. Warum bin ich nicht selbst draufgekommen? Sehen Sie etwas, Doktor? Hier ist wirklich etwas. Entschuldigung. Was ist das? Stöcke, ein roter Stein, eine Jakobsmuschel, ein Seestern, ein Haifischzahn und ein Seepferdchen, alle mit Gras zusammengebunden. Und ein Horn aus Walfischknochen. Junge, welch ein Fund. Das Horn könnte Sie interessieren. Für mich ist es zu jung. Höchstens 400 oder 500 Jahre alt. Etwas wie die geschnürten Teile habe ich schon gesehen. Die Insulaner benutzten solche Anordnungen als Seekarten. Der rote Stein stammt aus dem Steinbruch, hat leider keine archäologische Bedeutung.
scheint eine Sackgasse zu sein. Ich muss wieder an meine Ausgrabung. Bleiben Sie noch lange auf der Osterinsel, Mr. Ripley? Ich bin mir nicht sicher, warum? Wenn ja, schicke ich lieber nach einem Koffer Ersatzkleidung. Dr. Twelve Trees Feuerzeug. Sie hat es während unseres Sturzes verloren. Das geht nicht. Jetzt habe ich ein Horn voller Wasser. Flecken Lehmboden. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Stein, aus dem die Dutz der Statuen gehauen wurden. Hier gibt es nichts Interessantes zu zeichnen.
Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Hier gibt es nichts Interessantes. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Hier gibt es nichts Interessantes zu zeichnen. In den Felsen ist eine Jakobsmuschel gemeißelt. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Hier gibt es nichts Interessantes zu zeichnen. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Das habe ich schon. Ich brauche... Hier gibt es nichts Interessantes zu zeichnen. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. In den Felsen ist ein Seepferdchen gemeißelt. In den Felsen ist ein Haifischzahn gemeißelt. Reiß dich zusammen, Ripley. Thank you.
eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Der Steinbruch liegt voller großer Felsbrocken. Eine der berühmten Statuen der Osterinsel. Das geht nicht. Mit einem so großen Felsbrocken kann ich nichts anfangen. Der Lehm ist steinhart. Der Lehm schimmert feucht. Ein natürlicher Riss im Felsen. Da drin liegt etwas. Was tue ich denn da? Wird wohl sehr wichtig sein, wenn der Vorfahr der alten Frau es so gut versteckt hat. Thank you.
ist das heiß hier. Ich vertrage keine Hitze. Ich schwitze nicht gern. Schwitzen ist etwas von Bauern. Ich bin kein Bauer. Sie hört nicht hin, Shingo. Das kränkt mich. Es könnte so einfach sein. Sie sagen uns, wo Mr. Ripley steckt. Und was er erfahren hat. Dann erhalten Sie einen Preis. Ihr Leben. So einfach ist das. Sie, wenn Sie meinen, ich verrate Ihnen irgendwas. Ja. Du darfst sie schlagen. Ja. Oh! Sie werden meine Fragen beantworten, Doktor. Die einzige Unbekannte in der Gleichung ist, wie viel Schmerz Sie erdulden wollen. Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley? Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Was hat Mr. Ripley erfahren? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Hat er etwas gefunden, das ihm beim Entziffern der Tafel hilft? Du darfst dich schlagen, Shingo. Oh. Nun beginnen wir von vorne. Das geht nicht. Wo ist Mr. Ripley? Der Draht hielt früher die Tür auf. Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Was hat Mr. Ripley erfahren? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Ein Abfluss für den Benzintank mit einem 2-Zentimeter-Bolzen am Ende. Du darfst dich schlagen, Shingo. Jetzt ist der Verschluss lose. Wenn ich ihn weiterdrehe und keinen Pfropfen zur Hand habe, läuft das Benzin aus. Beginnen wir von vorne. Wo ist Mr. Ripley? Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen warum helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Was um Himmels Willen, die Benzinanzeige steht auf fast voll. Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou um Himmels Willen, die Benzinanzeige steht auf fast voll. Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Du darfst sie schlagen, Shingo. Oh. Nun beginnen wir von vorne. Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Twerftrees jetzt nicht. Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Was hat Mr. Ripley erfahren? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Der tragbare Generator. Hat er etwas gefunden, das ihm beim Entziffern der Tafel hilft? Ich brauche die Reißleine, um ihn auszulösen. Schlagen, Shingo. Oh. Nun beginnen wir von vorne. Wo ist Mr. Ripley? Das brauchst du nicht. Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Was hat Mr. Ripley erfahren? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Shingo, sieh nach, wer im Schuppen ist.
Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Was hat Mr. Ripley erfahren? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou hier war? Hat er etwas gefunden, das übernimmt? Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Shingo, sieh nach, wer im Schuppen ist. Wo ist Mr. Ripley? Wo ist Mr. Ripley? Um Himmels Willen, Ripley! Selbstmordaktionen helfen Dr. Draftrees jetzt nicht. Was hat Mr. Ripley erfahren? Shingo, sieh nach, wer im Schuppen ist. Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Was hat Mr. Ripley erfahren? Wo ist Mr. Ripley? Warum ist Mr. Ripley auf der Osterinsel? Was hat Mr. Ripley erfahren? Weiß Mr. Ripley, dass Master Lou... Die Reißleine reicht vom Draht bis zum Verschluss des Benzintankabflusses. Hat er etwas gefunden, das ihm beim Entziffern der Tafel hilft? Shingo, sieh nach, wer im Schuppen ist. Alles in Ordnung, Doktor? Mr. Ripley, nachdem Sie mir das Leben gerettet haben, dürfen Sie mich Samantha nennen. Oh, bestens. Ich heiße Robert. Ist es wahr? Aber wer waren Sie? Ich kenne die beiden. Sie arbeiten für diejenigen, die das Siegel suchen. Es tut mir sehr leid, Sie da hineingezogen zu haben. Ich habe Sie falsch eingeschätzt, Robert. Vielleicht liegt das Schicksal der Welt in Ihren Händen, wenn ich nur mehr tun könnte. Vielleicht können Sie. Ich habe etwas gefunden. Was halten Sie davon? Auf jeden Fall Rongo Rongo, aber... Robert, wissen Sie, was das ist? Nein, genau das meinte ich ja. Vor Jahrhunderten versklavten die Holländer die letzten Insulaner, die lesen und schreiben konnten. Vorher muss einer der Insulaner versucht haben, die Sprache für spätere Generationen aufzuzeichnen. Und dieser Stock? Die Bilder sind keine Schrift. Sie sind alle gleich, aber jeder Satz enthält ein Bild mehr als der vorige. Glasklar, Robert. Was ist, Samantha? Es sind Zahlen. Eins oder erster, zwei oder zweiter und so fort. Der Stock, den Sie gefunden haben. Endlich können wir mit der Übersetzung anfangen. Ach, Mensch. Toll, prima. Die Symbole, die Sie erkennen... Wo haben Sie die schon gesehen? Auf Master Lou's Tafel. Doktor, Samantha, vielen Dank. Bitte behalte den Stock für deine Forschungen. Ach, und hier ist dein Zündkerzenschlüssel. Ich hatte ihn ausgeliehen. Angesichts der Umstände werde ich mich nicht beklagen. Sie...
Sie müssen jetzt wohl abreisen. Ja, diese Steinzeichen bringen mich einen Schritt weiter, aber das Ende meines Abenteuers ist noch nicht in Sicht. Nun, viel Glück. Vielleicht begegnen wir einander irgendwann einmal wieder. Irgendwo auf der Welt. Vielleicht werden wir das. Buenos dias, Mateo. Buenos dias, Signor Ripley. Willkommen zurück in Lima. Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Muy bien, Signor Ripley. Es geht morgen raus. Danke. Ich möchte ein Päckchen nach New York aufgeben. Muy bien, Signor Ripley. Es geht morgen raus. Danke. Ich möchte etwas hiesige Währung kaufen. Wie viel Inti möchten Sie, Senior? Danke, auf Wiedersehen. Vaya con Dios, Senior. Ich möchte einen Flug buchen. Sie, Senior. Und wohin soll die Reise gehen? Mocamoce. Mocamoce. Dort kommt man schwer hin. Die meisten Touristen fahren nach Machu Picchu. Sie sind nicht an namenlosen, unbekannten Kulturen interessiert. Ich habe gehört, ein gewisser Luis macht Führungen nach Mocamoce. Das muss Luis Arunios sein, Senior. Er war Mitglied der Expedition, die vergessene Stadt gefunden hat. Könnten Sie eine Führung für mich arrangieren? Ningún problema. Obwohl er die Stadt nicht betreten wird. Warum? Geister, Senior. Warum sonst? Wann soll es losgehen? Jetzt. Sehr wohl. Gute Reise, Senior. Der Bergführer muss wirklich Angst haben, wenn er mich die letzten 200 Meter alleine klettern lässt. Aber um wieder den Fels herunterzukommen, würde ich ein Seil brauchen.